So, und eins. Entschuldigung. Hab nur gerade gehustet. Okay, fangen wir an. Yes! Was haben wir hier? Das ist nicht so gut. Wenn wir ein Land ziehen, können wir den spielen. Wenn wir zwei Länder ziehen, können wir den spielen. Viele Drawsteps haben wir nicht. Zwei Drawsteps, ein Land. Drei Drawsteps, zwei Länder. Und teure Karten. Na, ich glaube, das geht lieber auf eine Mulligan aus. Nee. Dann gibt's einen Mystic. Dann vielleicht, wenn wir ein Land ziehen, würde es Sinn machen mit dem Lay of the Land. Eine wahrscheinlich das Hunter Week. Bam. Würde es Sinn machen, mit dem Lay of the Land eine Insel zu suchen. Wenn wir die Insel ziehen, würde es Sinn machen, Faust zu suchen. So. Weil bis zur Opportunity, die ja die einzige ist. Ah, okay. Ja, klar. Kann ich verstehen. Kann ich meinen Klon nicht mehr spielen? Eigentlich interessant. Also, ich kann zwar den Klon nicht mehr spielen, aber es braucht nur eine Insel, bis ich da hinkomme. Und Klon... Oh yeah. Hat er das in die Gate? Fiese Sache. Das wäre echt sweet gewesen. Ja. Dann gibt's auf den Kopf. In dem Land gibt's den Spore Mount. Er hat kein Land. Hm. Naja. Kann er canceln oder Essen scattern? Tut er nicht. Klingt fair. Vielleicht Doombladen. Na, Doomblade? Yes. Zeig. 1, 2, 3, Scroll Thief. Ha, Scroll Thief ist ja nicht so angenehm. Will ich den blocken? Kann er ihn wegmachen? Man könnte jetzt Hunter Week spielen. Für die Marke auf den Mystic, damit er ihn wenigstens blocken kann. Finde ich, klingt das ganz fair. Bevor er die ganze Zeit Karten zieht. Das war unangenehm. Wahrscheinlich, also wenn er ihn sowieso wegmachen kann, war es natürlich super optimal, aber bevor er anfängt, Pfiff. Also einfach so Karten zu ziehen, was er leider auch so macht. Okay. So, den können wir nicht spielen. Dann können wir auch irgendwie nur angreifen. Okay, gucken wir weiter. Sieht alles nicht so gut aus für die Fraktion des Friedens. Ja. Der macht es wenig besser. Insel. Tja. Selbst wenn wir einen Warrior kopieren, können wir den Scroll Thief blocken. Das ist wahrscheinlich so die einzige Hoffnung, die wir in der Long Run haben. Dass wir jetzt für zwei Kreaturen den Scroll Thief blocken können. Kommt jetzt Ring Flash. Wild Rebirth. So dass wir vielleicht danach mit etwas Glück was Dickes legen können. Ah, das Into the Wilds Countern war echt fies.
glaube, da kann man getrost aufgeben. Okay, also. Er wirkt jetzt auch nicht wie so ein langsames Deck, muss ich sagen. Ups. Das heißt, ich will nicht unbedingt Archaeomancer haben. Ich will auch nichts von denen. Regisgeil. Was würde ich denn nicht haben wollen? Die klingen alle eigentlich ganz fair. Ich glaube, wir lassen es so. So. Probieren wir es nochmal. Auch nicht umwerfend. Aber dadurch, dass wir ein Land mehr haben, sollte das okay sein. Ich habe überlegt, sogar noch eine Insel weniger zu spielen. Anscheinend hätte das nicht so gut funktioniert. Naja, jedenfalls so von der... Vielleicht hätte es das... Ich glaube, die Landverteilung ist gut. Also eine weniger. Man braucht ja eigentlich nur eine. Man hat auch noch das Lay of the Land. Und man will natürlich für die beiden Hall of the Night Packs so viele Forests wie möglich. Und auch die Möglichkeit haben, dann mit dem Lay of the Land einen Forest zu suchen. Hoffen wir mal, dass er jetzt da kein Dark Favor drauf spielt. Und dann sieht es schon wieder unangenehm aus. Dark Favor auf den. Okay. Das ist überraschend. Ja, aber das ist, na gut. Also ich glaube, das ist jetzt auch kein Premium-Exempel von so einem blau-grünen Deck, aber das ist so das, was blau-grün auszeichnet, dass es nicht so viel auf die Reihe bringen kann gegen Sachen, die ein bisschen unfaire Sachen machen, unblockbar spielen, Auren zaubern. Ja, ja. Ich fürchte, dass ich nicht so gut ist. Also, ich meine, klar kann Blau-Grün die Nuts erwischen. Und, Duris. Ja, was soll man machen? Kann Blau-Grün die Nuts erwischen, dann so Mystic into Flieger, into Bear und Beast und dann für groß angreifen. Aber es ist leicht, ja, disruptbar, was auch immer das deutsche Wort dafür ist. Und es ist vor allen Dingen nicht so stark, wenn alles ein bisschen misplaced ist. Also klar, die grünen Karten sind alle gut an sich. Im 4-4 Beast ist auch Runde 6 ganz gut, aber die Karten funktionieren nicht so gut miteinander. Und deswegen sollte man Blau-Grün eigentlich eher vermeiden. Meiner Meinung nach. Ja. Damit gehen wir jetzt auf 2. Aber ich glaube, dann haben wir auch genau 0 Outs für diesen Phantom Warrior. Seiten er greift jetzt nicht mehr dem Child an. Ja. Ich würde ihm gerne Hexproof geben. Okay. Achso, Hexproof hilft dir glaube ich auch nicht. Es war nur bei diesem Einschub. Ja, na gut. War ein kurzes Adventure. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt, was genau eure Ansicht zu den Farbverteilungen ist. Also ich glaube, dass Rot-Schwarz eindeutig das beste Deck ist, wenn man zusammenbraucht. Also die ganzen Commons funktionieren so gut miteinander, man hat so viele Interaktionsmöglichkeiten, so viel Freiraum, die Karten interagieren zu lassen, dass der Devil beim Opfern was macht, Active Treason sehr gut wird. Das Potenzial in Karten von den verschiedenen Board-Situationen sind so so gut, wenn man sie richtig benutzen kann. Und es
brauche halt ein bisschen schwierigen Draft-Ansatz, im Sinne von viele Commons machen was anderes. Man muss genau entscheiden, wie viele will ich jetzt genau, was könnte wheelen, was könnte ich noch aufmachen, welche Karte ist es wahrscheinlich, dass ich noch einmal kriege und unbedingt einmal brauche und lieber eine andere Karte nicht zweimal brauche. Also will ich jetzt einen Bubbling Cauldron unbedingt Pick 2 nehmen oder finde ich vielleicht noch einen Blood Baron, was es mit diesem 1-1er, der Minus gibt und so. Also viele schwierige kleine Entscheidungen, die am Ende aber, wenn man das ganze Deck zusammenbekommt, sehr belohnt werden. Das natürlich bleibt bei Blau-Grün ein bisschen anders, dann nimmt man einfach die beste Karte, guckt ein bisschen auf Kurve und dann geht das schon. Und ja, mit Rot-Schwarz und Rot und Schwarz-Weiß sind die beiden Sachen, die ich am liebsten rafte und ich glaube auch am meisten Erfolg hatte. Danach kommt Rot-Grün, dem Gegner einfach ins Gesicht treten und sehr enttäuscht war ich von allem anderen, was Weiß hatte. Also Weiß-Blau war nicht so gut, Blau-Grün war nicht so gut. Blau an sich ist sehr gut mit Blau-Schwarz oder Blau-Rot, aber irgendwo fehlte da mir immer was. Naja, egal, ihr könnt ja mal schreiben, vielleicht habt ihr irgendwelche interessanten Erfahrungen von 14, bald ist ja auch Prag, zielt und Draft, wenn man sich da sieht, ist ja auch gut, dass man am zweiten Draft, am zweiten Tag irgendwie eine ordentliche Draftstrategie hat, kann bewerten. Genau, insofern, macht's eine schöne Woche, bis dann.